Ja Leute, heute haben wir einmal zum Unboxing ein Thunderbolt 4 Cable, nein Spaß, ein Kabel von Max. Oh Mann, was können diese Thunderbolt 4 Kabel so alles? Die Rückseite. Ja, das ist ein USB-C-Port der vierten Generation, eigentlich so, wie manche Leute auch sagen. Grundgenommen kann man damit 40 GB pro Sekunde übertragen. Strom bis zu 100 Watt oder mal so 100 Watt. Das sind dann 20,3 oder 5 mal maximal 5 Ampere. Das. Da steht eigentlich nur das gleiche 40 GB. Genau, GPS, das hat eine andere Bezeichnung. Und dann einmal das Band ist aus Aluminium. Und ein paar anderen Stoffen. Genau, dann machen wir das Ganze einmal auf. Na, schon hier direkt der Karton gerissen. Ich wollte eigentlich nur den Kleber wegmachen, aber okay. Ja, das war's dann eigentlich schon mit dem Inhalt, so gut wie. So, den brauchen wir nicht mehr. Wir haben eine Maxon-Registrierungskarte. Maxon-Registrierungskarte, ja. Ein schönes, ein Zusammenpackbändchen, das ist immer praktisch. Wir haben hier einmal das Kabel. Hier noch ein Kabelbinder befestigt. Immerhin hier die beiden mit so Kappen befestigt. Ja, Grunde genommen, was macht man damit? Man verbindet damit einen Thunderbolt-fähigen PC, also quasi so ein Surface von Microsoft oder ja, von Dell gibt es auch natürlich und Dell, Ars, Acer. Ich glaube, so ziemlich jeder Lieferant hat jetzt aktuell schon einen PC mit einem Thunderbolt-Anschluss. Auch die Razer Blades und so, auch die MacBooks sind alle mittlerweile mit Thunderbolts ausgerüstet. Zumindest die hochwertigeren PCs ab 1000 Euro, würde ich jetzt mal schätzen. Dann kann man dann halt externe Grafikkarten mit diesen Geräten verbinden oder quasi mit Strom laden, wenn man das nötige Netzteil dafür hat, wo man dieses Kabel hier reinstecken kann. Genau, ich werde es verwenden, um mein Surface Pro 8 mit einer externen Grafikkarte zu verbinden. Das seht ihr gleich, wie das Ganze dann aussehen wird.